Ja, Leute, herzlich willkommen. So, wir haben hier neben unseren Projekten hier mit der Monorail, das ist alles noch eine Aufnahme, ja. Ich bin gerade ein bisschen fleißiger, muss gerade ein bisschen was im Vorwege aufnehmen. Hier haben wir unseren LKW und der ist gar nicht so scheiße geworden bis hierhin. Wir werden dann natürlich dann noch so ein paar Rundungen und so, je nachdem, wie wir das machen können, noch dazu bauen. Aber erstmal möchte ich halt so das Grundgerüst. Und ich finde, da sind wir ganz gut dabei. So, auch Türen, mechanische Türen wären nicht schlecht, ne? Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir hier auch zumindest eine Mini-Einstiegshilfe machen. Ach, guck mal an. An den Reifen können wir auch was ranbauen. Das wusste ich gar nicht. So, ja, alles möglich. So, und es leckt so ein bisschen. So. Ist nicht die schönste Tür, aber das ist die einzige, glaube ich, die wir so haben. Und so schlecht, so scheiße ist sie jetzt auch nicht. Ich frage mich nur, ob das geht, was wir vorhaben. Nee. Den können wir noch nicht verbinden, so alleine. Nee, wartet mal, das ist doof. Das ist ja ganz doof. Wartet kurz. Muss ich mal eben kurz überlegen. Bei einer Tür oben. Ja, mal gucken, was wir hier so als Ersatz nehmen können. Vielleicht sowas hier. Oder Orange. Ist das groß? Das ist groß. Das ist zu groß. Bleibt nur so ein Block, ne? Nehmen wir einen Block. So, also, dann brauchen wir sowas hier. Ich glaube, zwei reicht. So, dann irgendwie hier, keine Ahnung. Ohne Einstiegshilfe wird das eh nix. Und das sieht halt irgendwie total doof aus immer. So, aber das reicht ja zumindest schon mal. So, und dann hier vielleicht wäre ganz praktisch. Hier jetzt so ein Sensor. So, und dann könnten wir hier drin vielleicht so einen Controller. So, kann sein, dass es jetzt auch schon wieder viel zu viel ist. Ich probiere es aber mal aus. Könnte auch das Gerät von Toll Collect sein, ne? So. So, also 90 Grad auf. Warten.
90 Grad zu. So, einsteigen. Ja, klasse. Das ist doch nicht schlecht. Ist nur die Frage, ob das auch noch funktioniert, wenn wir hier noch Wand hinbauen, ne? Ich glaube nämlich nicht. Ah, doch. Zumindest geht's auf. Ja, astrein. Ich würde es sogar noch ein bisschen erweitern. So, nur rauskommen tun wir nicht. Das ist die Misere, wa? Da müssen wir dann müssen wir hier vielleicht dann rausgehen. Lassen wir offen, ja, wie bei UPS. So. Naja, jetzt wollte ich gerade gar nicht. Bleib mal ruhig so, Tür. Also. Oh. Falsche Farbe. Oh, das war mehr als einer. So, und ich weiß, das wird wieder sehr, sehr schwer. Weshalb ich hier wieder das Dach so ein bisschen da schummel. Ach, oh, verdammt. So, das hier ist auch nicht gerade so toll. Was zum? Ach Mist, ist ja kein Minecraft, ne? So, hier fällt man ja runter bei der Kante. So. Dann buddeln wir uns mal kurz hoch. Zack, rüber. Jawohl. So, und hier eigentlich, das ist ja auch toll, ne? Was hier gedacht haben. Na. Scheiße. So, jetzt noch mal hier hoch, 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 rüber. So. Zack, so. Und jetzt machen wir es nämlich wieder so, dass wir hier schummeln. Und hier Holz hinbauen. Und das ist mir dann auch ganz egal, ob das doof aussieht irgendwie oder was weiß ich. Ist halt leicht. Kann man ja auch nur vom Führerhaus und vom Dingens aus sehen. Vom Lagerraum.
So. Okay. So, hier hinten brauchen wir dann natürlich ein Bettchen. So, wie groß ist die Treppe hier und wo fängt die an? 2 und 3. 2 und 3. So. Ziehen wir die Wand hier auch noch. So, Lagerraum. Ohne Bettchen ausnahmsweise. So, wir wollen jetzt mal nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, hinten müssen wir noch mal gucken. Zack und weg. So, das hier ist ein bisschen zu groß geraten. So. Ist doch aber eigentlich ganz nice, oder? Wie gesagt, hinten fehlt jetzt hier noch die Klappe. Die Türen. Da müssen wir natürlich noch was machen. Aber sonst. Wir könnten den natürlich auch noch schneller machen, aber es soll ja realistisch bleiben, ne? So halbwegs zumindest. So, und hier fehlt ein bisschen Zeugs. So, natürlich fehlen hier noch ein paar schöne Sachen, ne? So ein bisschen vielleicht Anzeigen und sowas. Da können wir noch in Ruhe beigehen. Also das auf jeden Fall. Hier hinten müssen wir eigentlich auch so eine Art Einstiegshilfe haben. So, das reicht ja schon. Und dann eine Tür. Keine Ahnung. Können wir vielleicht was zurechtschummeln? Was so ein bisschen wie eine Tür aussieht vielleicht. Ja, sowas wäre ganz cool, ne? Ah, ist leider zu groß. Ach, sonst machen wir hier einfach. Sonst machen wir das farblich einfach. Markieren wir das farblich. Und zwar.
Das sind die Griffe übrigens, die Hebel. So, Hebel 1. Ach, gibt Schlimmeres, oder? So, dann brauchen wir natürlich noch ein Kennzeichen vorne und hinten. Haben wir da sowas Ähnliches? So, hinten kommt erstmal der Warnhinweis. Und das Kennzeichen. Und vorne auch ein Kennzeichen, ne? Ja. Und dann ist so der Rohentwurf erstmal fertig, oder? Also finde ich jetzt nicht so schlecht. Hier rechts könnte man dann vielleicht noch irgendwie. Ja. Eine große Werbung. Hinten können wir noch ein paar Kartons reinwerfen. Oder ein Name irgendwie. Wie sollen wir denn heißen? Ach, das machen wir mal in der nächsten Folge, denn ich muss jetzt mal ein kurzes Päuschen machen mit der Aufnahme und wir sehen uns dann wieder, Leute. Macht's gut, bis dann.